Moin, moin, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Final Fantasy 7. Und ja, wir haben ja das letzte Mal die Geschichte von Red X, aka Nanaki. Wo haben wir? Da haben wir. Von ihr haben wir die Geschichte aufgedeckt, je nachdem, wie es verlaufen ist, alles. 27, 28. Na gut. Müssen wir sowieso noch ein bisschen trainieren. Und ja, ich denke mal, wir werden mal weitermachen. Oh, das Ding ist laut. Ich gehe nochmal raus. So, dann werden wir ein bisschen weitermachen in der Geschichte. Und ich denke mal, in der nächsten Aufnahme werde ich wahrscheinlich wieder eine Trainingsfolge draus machen. Und ja, wir müssten jetzt langsam, so gut es geht, weiterkommen. Ich bin gerade schon am gucken, wo wir rüberkommen. Aber ich glaube, da hinten weiter. Mal gucken. So, dann werde ich mal so ein bisschen runterschrauben. So. Ich gucke mal hier hinten. Und ein Gegner, wer hätte es gesagt. So, können wir auch gleich ein bisschen kloppen. Was ist das denn? Ein Greif? Geil. Ah, schade. Aber sehr genial raus, also. Gleich zu Anfang so ein geiles Monster. Bringt auch noch gute EP. Also EXP. Phönixfeder. Cool. Okay, hier hinten ist nichts. Den Buggy ist genial. Ah, hier kommt schon wieder solche. Ah, von beiden Seiten. Na klasse. Autsch. Angriff, Zauber, machen wir Blitz. Spiel? Barret, bitte mal auf dich. Oh, jetzt müssen wir uns beeilen. So, einmal schön Blitz. Oh, und jetzt auf das hier nochmal. So, das Vieh ist weg. Eins. Das müsste reichen. Hat er doch schon. Miss. Sag ich's nicht. Ka-ching. Und nochmal. Tifa ist jetzt viel stärker geworden mit ihren Klauen. Und beziehungsweise mit ihren Handschuhen oder was so ist. Also das ist gut. Und Cloud ist fast Level 31. Aber Cloud ist ja eigentlich einer, der ein bisschen mehr drauf hat. Momentan. So. Fahren wir mal weiter. So. Wo kommen wir hier weiter? Ist hier eigentlich? Okay, erstmal ein Kampf. Wieder gegen so einen. Ja. Diesmal mache ich Analyse. Weil ich gerne wissen würde, was das für ein Vieh ist. So. Ein Griffin. Also sei ich doch ein Greif. Sieht aber gut aus. Und. Ah, verfehlt. Und Angriff. Eins, zwei. Katsching. Ja, bist du jetzt dann tot? Ja, jetzt. So. Das war's mit dem. Was kriegen wir alles dazu? Also erstmal ein Level Up für Cloud. Sehr gut. Und eine Phönixfeder wieder. Sehr gut. Also wenn wir die ein bisschen farmen, dann kriegen wir genügend Phönixfeder. Und hier gibt's nix. Da komme ich wenigstens wieder raus. Also wie gesagt, muss ich hier lang. Hier ist auch gleich so wieder so ein Fluss. Da ist die nächste Stadt. Ich gucke mir mal ein bisschen um, was hier für Monster sind. Oh. So eine Wolfshinde? Hündchen. Angriff. Barret hat sehr limited. Die werde ich erst beim nächsten Kampf einsetzen. Ah, die sind schon ziemlich stark. Wenn wir das mal ein bisschen eindämmen. Na, so. Angriff.
Machen wir Todesstoß. Ja, 600. Todesstoß ist schon richtig gut, die Attacke. Ja, wenigstens haben wir das schon mal. Was haben wir jetzt? Ach Mist. Ah, die geben gut EP, oder? Die geben 265. Für einen Mob. Naja. Ich glaube, hier können wir gut trainieren. Ich glaube, wir müssen hier lang erstmal. Ich gucke noch mal ein bisschen weiter, ob es hier ein paar andere Monster gibt oder so. Ein paar stärkere. Na los. Wollen wir nicht. Jetzt. Was ist das denn? Sieht aus wie einer von Dragon Ball Z. Zauberbarriere. Analyse. Ballrun. 24. Aha. Keine weitere Infos. Granate. Katsching. Ah, der hat 900. Jetzt aber weg. Da, 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 da. So. 300 gibt der. Das ist ordentlich. Aber wenn man davon ein paar mehr hat, dann ist es gut schwerer. Ab in die Bude rin. Nibelheim. Wir sind nicht wirklich in Nibelheim, oder? Was? Hier war doch alles niedergebrannt. Das dachte ich auch. Und warum? Mein Haus steht immer noch. Was ist hier los? Träum ich oder was? Ich lüge nicht. Ich erinnere mich, die Hitze. Ich erinnere mich, die Hitze der Flammen. So. Was ist hier passiert? Ich dachte auch eigentlich, alles müsste weg sein. Was ist denn noch alles da? Kleffer. Nervig. Na gut, gehen wir mal hier rein. Hallo? Achso, hallo, willkommen. Ich möchte ein Zimmer. Was hast du zu erzählen? Diese Stadt sollte vor 5 Jahren niedergebrannt werden. Was zum Teufel ist hier los? Sag nicht so schreckliche Dinge. Ich bin in der Stadt geboren, aufgewachsen. Was du behauptest, ist nie passiert. Bitte was? Du lügst. Er dreht sich immer wieder um. Entschuldigung, das ist unverschämt. Wenn du so mit mir sprichst, muss ich dich bitten zu gehen. Bitte was? Ein Mann in einem schwarzen Umhang. Er hat die Tätowierung Nummer 6. Er hat etwas. Glückskapsel. Muss zur Wiederver gehen. Bitte was? Okay, ich schaue mich mal oben um. Oben ist ja denn die Residenzen. Beziehungsweise die Quartiere, wo wir schlafen könnten. Hier ist aber auch nichts. In die Fiole komme ich da nicht ran. Hier ist auch nichts. Ne. Komisch. Na gut. Gehen wir mal in den nächsten, oder können wir hier was anquatschen eigentlich? Bis auf den Köter können wir eigentlich nichts. Der Köter, der winselt ja nur eigentlich. Tut ja nicht bellen.
Na gut, was haben wir hier so Schönes? Können wir nur kaufen. Kaufen und verkaufen. Na gut. Mal sehen, was haben wir hier Schönes? Hier ist wieder so einer. Er hat die Tätowierung Nummer 12. Hm, er hat etwas. Elixier. Kannst du hören? Die Stimme von Sephiroth. Sephiroth. Wenn ich den Namen immer höre, dann gibt's gleich Kampf. Hübsche Stadt, oder? Wir sind hier schon lange im Geschäft. Du lügst. Hast du was mit der Stadt zu tun? Außer hier geboren, aufgewachsen zu sein? Ich war hier, bis ich 14 war und an dich kann ich mich nicht erinnern. Lügen ist schlimm. Ich weiß nicht, weil ich glaube, die Stadt steht entweder unter einem Zauber oder das ist eine komplette Illusion der Stadt. Also das ist momentan meine Vermutung. Es kann entweder, also wenn die Stadt wirklich niedergebrannt wäre, dann müsste ja eigentlich auch überall Brandspuren sein, beziehungsweise auch zerstörte Häuser. Weil wenn das mit Sephiroth ist ja nicht so lange her, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Cloud ist ja nachdem ausgestiegen, nachdem das hier in Nibelheim passiert ist. Also aus der Soldat. Also kann das ja nur in dem Zeitraum passiert sein. Und so schnell eine Stadt aufzubauen, da ich glaube, da fehlen die Mittel. Das ist das Haus von Cloud. Stimmt, das ist das. Oder war es nebenan? Nee, es war nebenan, glaube ich. Was ist? Ich möchte deine Geschichte hören. Ich habe bis zu meinem 14. Lebensjahr in diesem Haus gewohnt. Nein, aber die Stadt wurde niedergebrannt. Bist du krank, solche Dinge zu sagen? Verschwinde. Hä, was ist hier nur passiert? Ich bin momentan ein bisschen verwirrt, was das alles angeht hier. Hier haben wir wieder einen. Muss es holen und Sephiroth bringen. Dann eins mit Sephiroth werden. Dieser Typ hat die Nummer 5. Also die 2... 12, 5. Wo habe ich jetzt eh eine Zahl vergessen? Ist jetzt nicht. Das ist das Haus von Tifa. Hier haben wir den nächsten. Er hat die Tätowierung 11. Turboesser. Muss gehen. Wiedervereinigung. Das sind wie Roboter. Roboter. Repliken eines Roboters. Okay. Das ist Tifas Zimmer. Aber warum kommt regelmäßiger Bericht an Professor Hojo? Ein Bericht über Aktivitäten der Klone. Unglücklicherweise haben in diesem Quartal keine Klone die Stadt verlassen. Also sind das geklonte Leute von Professor Hojo. Aha. Wie zuvor berichten, scheinen die Klone zu spüren, dass etwas nicht stimmt. Sie sagen jedoch alle Vereinigung oder Sephiroth. Und zeigen sonst keine weiteren Anzeichen von Aktivität. Zweitens, vertraulicher Bericht. In diesem Quartal besuchten 8 Personen die Stadt. Glücklicherweise wusste keiner von den Ereignissen vor 5 Jahren. Mensch. Es weiß also niemand, dass die Stadt so nie wiederhergestellt wurde, wie sie vor 5 Jahren war. Unsere als Stadtbewohner verkleideten Mitarbeiter haben ihre Schauspielkünste verfeinert und es gibt zurzeit keine Probleme, das wäre alles. Okay, also sind das alles nur Schauspieler hier. So, Tätowierung Nummer 4. Platinfaust, wo bist du, großer Sephiroth? Okay, wir haben eine Platinfaust, die kann man auch gleich ausrüsten. Mal sehen, was die bringt. Weniger. Da ist das ein bisschen besser. Gut.
Na dann würde ich mal wieder nach unten machen. Wir haben ja noch ein Haus abzuklappern und dann gibt es ja die große Shinra-Villa noch. Mal sehen. Also einmal hier runter und rein. So. Was haben wir hier? Können wir hier was quasi? Nein. Hier ist auch nichts. Sehen, hier oben müsste einer sein. Hier sind mehrere. So. Wieder. Oh. Okay. Nochmal. Wieder. Oh, oh. So, die sagen wahrscheinlich alles beide das gleiche. Vereinigung. Glückskapsel. Gut, schmeißen wir mal schnell alles auf Cloud. Da. So. Eins, zwei. Das müsste reichen. Super Deep. Turbo Esser. X-Trank. Ich glaube, wir ordnen das mal alles. Nee. Nach Schlacht. Ja, achso, das ist noch das, was wir vorher hatten. So, jetzt haben wir das nach oben. Nee, nicht nach Werfen. Typ. Genau. So, jetzt tun wir ordnen alleine. Gegenmittel tue ich erstmal gegen das und goldene Nadel eintauschen. Das kommt dann fort. Das hin. Und das. So. 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 Gut. Ich frage mich nur, was hier wirklich passiert ist. Also, Schauspieler wissen wir jetzt. Dass die Stadt auch wieder hergestellt wurde, wissen wir auch. Aber was hier genau passiert ist, wieso, weshalb, warum, das weiß keiner hier. Okay, hier unten geht's auch nicht lang. Ups. So. Hinten haben wir noch welche. Wow. Er ruft. Sephiroth, er ruft. Hat keine Tätowierung wahrscheinlich. Der große Sephiroth ist nah. In der Villa. Ah, der große Sephiroth. Ist der jetzt wirklich da drinne? Na dann ab rein hier. Die große Villa. Was ist das? Ich muss alle loswerden. In meiner Forschung im Weg stehen sogar den von den Turks. Ich hab ihn wissenschaftlich verändert und im Keller schlafen gelegt. Wenn du ihn finden willst, durchsuch das Gebiet. Aber das ist nur ein Spiel, das ich mir überlegt habe. Du musst nicht mitmachen, wenn du nicht willst. Scheinbar ist da noch ein Brief. Lesen? Dreh die Skala am Safe vorsichtig, aber schnell. Du hast 20 Sekunden, du kannst beim Drehen nicht an den Zahlen vorbei. Die vier Tipps für die Zahlen sind Skala 1, der Deckel der Kiste mit dem meisten Sauerstoff